Und jetzt ist er fertig. Jetzt haben wir den seltsamen Trank, den wir ja auch öfter schon haben. Und jetzt nehmen wir wieder unsere funkelnde Melone. Packen sie hier oben rein und bekommen dadurch Heiltränke. Das ist zumindest der ganze Trick, was so Heiltränke betrifft. Und ja, viele haben mich jetzt auch gefragt, nachdem ich das jetzt hier gebaut hatte auf dem Server, warum ich mir hier keinen Kessel hingestellt habe. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Kessel sehen zwar schön aus und machen sich wirklich echt gut so, als Braustandzubehör. Das Problem ist, Kessel werden leer. Und an so einem Wasserloch, das Gute ist, die werden nicht leer. Und deswegen bevorzuge ich dann doch eher so ein unendliches Wasserloch. Und statt so einen Kessel, den ich jedes Mal mit dem Eimer wieder befüllen muss. Das ist einfach praktischer so und deswegen habe ich das auch so gemacht. Okay. Ich sorge jetzt dafür, dass wir immer genügend Wasser hier haben. Damit wir unsere Tränke brauen können. Jetzt sollte auch... Ja, jetzt sind die Heiltränke auch fertig. Und kommen in die Kiste. Die Heiltränke möchte ich dafür nehmen, sollten wir irgendwann mal wieder Höhlentouren machen. Zum einen. Und ich brauche sie auch, wenn Zombie-Dorfbewohner da sind. Weil die machen einem schon eine Menge Schaden. Und das sollte man irgendwie ausgleichen können. Und von daher habe ich dann... Heiltränke, die habe ich auch hier in der Arztpraxis gebunkert. Jedenfalls wollte ich da, habe ich... Nee, ich habe keine Heiltränke in der Arztpraxis, das ist schlecht. Das mache ich doch jetzt mal schnell. Also ihr seht, wir haben hier jetzt ein Exportprodukt mit den Netherwarzen. Wir haben zusätzlich dafür gesorgt, dass wir so ein bisschen, Gesundheitsversorgung, nennen wir es mal so, Gesundheitsversorgung im Dorf haben. Dass wir Zombie-Dorfbewohner behandeln können und sie somit dann wieder zu normalen Dorfbewohnern machen können. So. Jetzt sind wir hier aber gut ausgerüstet. Was haben wir noch? Wir haben ein bisschen Amüsement, indem wir hier das Aquarium haben. Und der Hund, der es nicht gut findet, dass gerade kein Oktopus drin ist. Aber man kann ja nicht immer alles haben. So. Unsere vier Golems gehen ihre Patrouille. Finde ich gut. Da fühlt man sich in seinem eigenen Dorf gleich schon ein bisschen sicherer. Und ich glaube, ich weiß, was wir jetzt machen. Den Kürbis haben wir jetzt gefunden. Das ist gut. Aber, erinnert ihr euch, wir wollten hier den Steg machen. Und dafür wird es, glaube ich, jetzt endlich Zeit. Und um den Steg zu machen, brauchen wir Material. Und ich überlege gerade, wie wir den machen. Was haben wir hier verwendet? Hier haben wir Eichenholz verwendet. Das heißt, wir sollten eigentlich hier auch Eichenholz verwenden. Ich muss mal gerade gucken. Ich schaue mal gerade, wo hier oben das oberste Ende das ist. Höhe 72, das heißt, wir sollten hier auf Höhe 72 dann auch bauen. Also quasi hier. Hier sollten wir unseren Steg dann rüber bauen und hier anfangen. Ich habe sogar noch Eichenholz in der Tasche, das ist ganz gut. Ich gucke mal gerade. Ja, das sollte so passen. Nehme ich hier mal die Fackel weg, hier auch. Und ja, der Weg da ist 3 breit, genau. Ja, geh nochmal weg, Herr Dorfbewohner. So. Und dann bauen wir uns mal kurz rüber. Und fallen nicht runter, aber wenn wir jetzt hier die Blöcke benutzen, ist das kein Problem, weil man bei den Blöcken durch das Schleichen... Oh. Ja, du bist, glaube ich, im Weg. Ich will jetzt nicht sagen, dass du zu groß bist, aber du bist zu groß. Okay, dann gehe ich jetzt einfach hier. Ja. Er schaut natürlich, was wir hier machen. Das interessiert ihn ja auch. Okay. Aber dann kann er da bald auch drüber gehen. Huch, nein, das sollte nicht so. Habe ich eine Axt in der Tasche?
Nein, weil ich so super vorbereitet bin, habe ich natürlich keine Axt in der Tasche, aber wir sind da ja flexibel. So interessant, dass er auch hier oben hergeht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Golem auch hier so den Weg sucht. Ich dachte, er würde sich da beschränken. Aber falls es der gleiche ist. Sie stehen, glaube ich, gerade ein bisschen ratlos herum und wissen nicht, was sie tun sollen. Es ist ihnen wahrscheinlich zu ruhig, aber ich finde das eigentlich ganz gut, dass es ruhig ist. Ich beschwere mich jetzt nicht darüber, dass hier zu wenig Monster sind. So. Okay. Wir müssen dann mal schauen, wie wir das machen, dass man von unten hochkommt. Wobei ich mich gerade frage, müssen wir von unten unbedingt so hochkommen? Oder sollten wir vielleicht hier sowas wie eine Treppe hochmachen, wo man dann hier rüber geht? Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so dumm. Also, dass wir hier eine Treppe machen. Und dann hier rüber gehen können. So, jetzt habe ich nur einen Zaun in der Tasche. Das ist schlecht. Ja, Kater, du findest es auch schlecht, dass wir nur einen Zaun in der Tasche haben, nicht wahr? Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Schauen wir mal. Einen Moment. Stellt euch jetzt an dieser Stelle bitte Warteschleifenmusik vor. Oh, mein Timer ist aus. Oder hier? Ah, da. Wir nehmen jetzt 23 Minuten auf. Das heißt, 7, nee, 8 Minuten noch. 7, 8 Minuten noch. Und dann haben wir dann haben wir zwei Folgen voll. Hey, du schwarzes Schaf. Gehst du deine Kollegen besuchen? Ich habe übrigens jetzt angefangen, um zu unterscheiden, welche Schafe schon hier waren und welche Schafe neu spawnen. Dass ich alle Dorfschafe, die hier frei rumlaufen, dass ich die schwarz gefärbt habe. Das heißt, wenn wir hier im Dorf ein weißes Schaf sehen, heißt es, das, dass es neu gespawnt ist. So, was haben wir denn hier? Da haben wir nichts. Ja, nichts drin. Oh, ein Zaun. Damit hätten wir zwei Zaunen. Das ist ja super. Okay, das heißt, wir müssen Zaun machen. Aber wir wissen ja zum Glück, wie Zäune gehen. Also sie werden zumindest nicht aus Blumentöpfen gemacht. Okay. Zaun, Zaun, Zaun. Randale-Karte im Hintergrund. Zaun, Zaun, Zaun. Und das können wir nicht mehr zum Zaun machen. Jetzt haben wir 21 Zäune. Wir schauen mal, wie weit wir damit kommen. Sollte es nicht reichen, müssen wir eventuell noch mal ein bisschen Bäume fällen. Und dafür bräuchten wir dann auch mal noch eine neue Axt, aber wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen, nicht wahr? Hoffen wir mal, dass das jetzt so reicht. Okay, am besten gehe ich, glaube ich, hier hinten rum. Hops, 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 hops. Die Dorfbewohner gehen hier übrigens auch sehr gerne lang. Also dieses hier hoch und runter gehen, das finden die total super. Essen wir nochmal was. Hallo Dorfbewohner. Euer Bürgermeister ist da. Schon verschwinden sie alle in ihren Häusern. Hallo ihr. Huhu. Hallo ich. Was verkaufe ich mir denn? Für einen Diamantenharnisch und zwei Smaragde kriege ich einen Diamantenharnisch mit Explosionsschutz. Dann können mir Creeper nichts mehr antun. Also nicht mehr so viel. Und du so? Ach, du willst Gold. Gold brauchen wir jetzt selber. Und was willst du? Du willst auch Gold. Was wollt ihr denn alle? Gold? Du gibst mir Flint, aber ich will doch keinen Flint. Gibst mir auch Flint. Ich will keinen Flint. Du gibst mir Eisenstiefel. Hab ich. Du willst auch Gold? Was sind die denn hier alle so goldgeil? Du willst Papier. Ist doch mal was. Dich muss ich mir merken. Wobei das hier, glaube ich, ein bisschen schwierig ist. Herr Metzger, Sie wollen Kohle? Smaragde? Seht ihr, das ist zum Beispiel eins von den neu gespawnten Schafen. Weil es weiß ist.
Okay. Was wollte ich jetzt gerade? Jetzt haben sie mich total abgelenkt. Ich wollte doch da oben drauf ein Zäune setzen, damit keiner runterfällt. Katerchen, du möchtest mitspielen? Ja? Aber ich glaube nicht, dass du Minecraft spielen kannst. Ja, das ist traurig, das finde ich auch. Aber wir müssen den Tatsachen ins Auge blicken. Du kannst zwar auf der Tastatur rumhüpfen und dich auf die Maus legen, aber Minecraft spielen wird schwierig. So, okay, reichte dann doch nicht. Narf. Narf, aber... Okay, hier können sie runterfallen, aber die werden ja wohl nicht so blöd sein, das zu machen. Und ja... Ja, wobei, es sind meine Dorfbewohner. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie blöd sind, aber... Ich bin ja nicht umsonst ihr Bürgermeister geworden. Okay, das heißt, wir müssen uns eine Axt machen. Und mit dieser Axt müssen wir Bäume fällen. Aber ich glaube... Wir hatten hier zwar wieder ein paar Dorfbewohner, aber ich glaube, die sind wieder rübergezogen. Also ich glaube, wir kriegen das hier nicht mehr so richtig besiedelt. Eigentlich schade. Ich meine, wir hatten denen das ja hier so schön eingerichtet. Ich meine, klar, ich kann es verstehen, dass sie da oben wohnen wollen. Wäre ich persönlich ein Dorfbewohner, also ich bin ja so ein bisschen Dorfbewohner, aber wäre ich persönlich ein Dorfbewohner, würde ich das wahrscheinlich genauso machen. Dann würde ich auch lieber da oben wohnen wollen. Ist ja auch eigentlich ganz hübsch da. So, das können wir jetzt auch schon mal wegmachen. Meine Güte, ist das stürmisch hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Der Wind pfeift hier richtig durchs Fenster. Ich nehme noch mal einen Schluck Kaffee. Bevor er kalt wird. Huch. Jetzt habe ich die Katze voll getropft. Entschuldigen Sie, Frau Katze. So. Weiter geht's. Das sollten wir auch wegmachen. Da kommt nämlich dann Pflasterstein rein. Hups. Und hups. Haben wir Pflasterstein in der... natürlich nicht. Huch. Okay. Okay, wir müssen uns Werkzeug besorgen. Ach, das ist doch alles blöd, wenn man sowas alles nicht in der Tasche hat. Hier, Stein. Köhlerei, genau. Das war das Wort, was mir fehlte. Hier haben wir doch sowas alles. Hier haben wir normalen Stein, hier haben wir auch Pflasterstein. Den brauchen wir ja. Hier haben wir noch Sand. Ich war nämlich ohne euch ein bisschen Sand schaufeln. Da ist noch Kohle. Packe ich das mal da rein. Da ist auch noch Kohle. Da ist Pflasterstein. Dann kann der Pflasterstein da nämlich noch ein bisschen vor sich hin brutzeln. Das ist erstmal leer. Hatte ich hier eine Bastelbox drin? Nein, hatte ich nicht. Stimmt, da bin ich immer zum Schäfer gegangen, wenn ich was basteln wollte. Machen wir das jetzt auch mal. Schäfer ist natürlich nicht zu Hause. Ach ja, wir hätten hier, ja, da könnten wir uns jetzt quasi eine Spitzhacke rausmachen und eine Axt. Immerhin. Und mit der Axt müssen wir jetzt gleich Bäume fällen. Ich weiß gar nicht, haben wir im Friedhof noch Bäume stehen? Oh, es wird schon wieder dunkel. Es wird schon wieder dunkel. Ich möchte nicht, dass es dunkel wird. Ich habe den Friedhof hinten doch noch gar nicht so perfekt ausgeleuchtet. Und ja, wir haben hier Bäume stehen. Und seht ihr da oben? Da sind noch, ist noch Reste von unserem Riesenbaum, der nämlich dummerweise nicht ganz despawned ist. Also wir haben oben noch Holz vergessen. Was mich sehr geärgert hat. Das bedeutet, wir müssen da nochmal rauf. So. Ah, unser Inventar ist voll. Wir sind aber auch solche Inventarmessies, also nicht wir. Das bin ja eher ich. Okay, wir machen das jetzt so. Blümchen. Und dann haben wir Platz für Holz. Sehr gut.
Und so. Das hauen wir jetzt auch mal weg. Dann können die Bäume nämlich auch schon despawnen. Oh nein, sag nicht, dass der. Welcher ist denn das? Okay, das war der hier am Rand. Ich mag das doch nicht, wenn die das machen. Ich sollte mir merken, Bäume direkt fällen. Ihnen überhaupt gar keine Chance lassen, in irgendeiner Weise wachsen zu können. Das ist schon ein Apfel, das ist gut. Den ich natürlich auch nicht aufnehmen kann. Weil, bla. I don't need Zombie-Fleisch. Oh, ich brauche aber noch mehr nicht. Ach, wartet, ich habe doch, hier drin eine Kiste. Die Kiste kann ich doch Kram auslagern. Sowas zum Beispiel, sowas, Hühnchen.